Kammermusik mit alten Instrumenten. Das Studio gleicht einem kleinen Museum. Sie werden das gleich noch selbst sehen. Gamben, Lauten, Schlaginstrumente, die verschiedensten Blasinstrumente. Und ich habe hier das weltbekannte Ulsamer Kollegium mit diesen ganzen Instrumenten und möchte auch gleich dem Fachmann das Wort geben. Das ist ja mein Lieblingsinstrument hier. Erinnert mich an Pretorius Schnarrwerk, der Organisten Narrwerk. Das ist aber weder ein Regal noch ein Orgelinstrument, sondern eine Drehleier. Ich muss mir diesen Bauchladen erst einmal umschneiden. Ja, darf ich helfen? Ja. So, ja. Da rein. Das ist eine Drehleier aus Frankreich. Ungefähr in der Form war sie Mode, so in den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts. Verhältnismäßig raffiniert. Man kann hier also zum Beispiel diese Klappe aufmachen, dann sieht man dieses Rad, ein Holzrad mit Kolophon gestrichen, das durch diese Kaffeemühle lärmgebracht wird. Ein Streichinstrument. Es ist also, obwohl man es im Moment gar nicht sieht, ein Streichinstrument. Und zwar streicht es eine ganze Reihe von Saiten an. Die wichtigsten sind die in diesem Kasten, da kann man wieder also einen Deckel aufmachen. Diese zwei, es sind zwei, damit es lauter ist, sogenannten Melodiesaiten, werden hier durch Tasten mit so kleinen Holzlamellen abgetastet. Wieder zu, die Klappe. Und jetzt laufen über dieses Rad noch diese sogenannten Brumm- oder Bardun-Saiten. Das ist so ähnlich wie beim Tunsaite zum Beispiel. Das ist eine Quintsaite und das ist der tiefe Brummer. Und das ist nochmal eine Quintsaite, die kann man ein- und ausschalten hier. Und hier ist ein ganz raffiniertes Ding. Die Saite läuft über einen beweglichen Steg und durch die Vibration der Saite schlägt er mit dem einen Fuß immer auf eine Elfenbeinplatte. Schnarrt es. Aber jetzt wollen wir doch ein Stück hören. Das ist ja so interessant. Was? Aus dem Lochheimer Liederbuch, so in Nürnberg um 1450 herum. Es fuhr ein Bauer gen Holz. Mit seiner Hauen, doch kam der leidig Part zu seiner Frauen. Es und ich von an, von hoch und über dran. Ein Bargenholz mit seiner Hauen, so kam der leidig Mann zu seiner Frauen. Immer an, von hoch und übertran. Vielleicht, da möchten wir am liebsten gleich mitmachen, aber ich sehe hier, das war also die Drehleier, Sie haben da noch ganz herrliche, eine alte Harfe. Das erinnert mich so an die gute alte Zeit des Minnesangs. Ja, das ist eine gotische Harfe. Zum Beispiel dieses Exemplar hier. Das ist nachgebaut nach einem, ungefähr nachgebaut nach einem, diesem berühmten dreiflügeligen Altar von Memling. Eine Harfe mit diatonischen Saiten auf dem Memling-Altar von einem Engel gespielt. Hier also von meiner Frau. Bravo. Und dazu kommt dann noch bei diesem Stück ein Glockenspiel, ein sehr beliebtes Schlaginstrument, und zwar ein Schlaginstrument, mit dem man Melodie spielen konnte. Ja. Des Mittelalters bis in die frühe Renaissance hinein. Und da hören wir doch sicher Walter von der Vogelweide. Was liegt näher als Walter von der Vogelweide? Einer der prominentesten Minnesänger. Er liegt uns besonders nahe, weil er in Würzburg begraben ist. Da kann man also sein Grab besuchen. Der hat eine Menge von Liedern geschrieben. Minnesänger, das verleitet einen dazu, dass man denkt, er hat auch Liebeslieder geschrieben. Ja. Das war ein ganz politischer Mann. Der hat also mehr politische Propaganda gemacht, als er über Liebe gesungen hat. Aber das ist nun eines der ganz wenigen wirklichen Liebeslieder, die Walter von der Vogelweide geschrieben hat. Wunderbar. Thank you.
Mütter wohlgemeint, an einer Frauen Arme. Er grüßt den Morgen nicht, wo er ihn durch die Wolken so fern erschienen sah. Die Frau in Leide sprach, wie geschehe dir Tag, dass du mich lass beliebe, lange blieben nicht, dass sie da heißend minne, weiß mir man Sänne beleid. Walter von der Vogelweide war wohl der prominenteste Minnesänger. Aber sehr bekannt heutzutage ist auch der Tannhäuser. Den hat es tatsächlich gegeben. Das war also keine Erfindung von Richard Wagner. Dieser Tannhäuser hat auch wirklich so ein wildes Leben geführt, wie es bei Tannhäuser beschrieben wird. Er hat also sein ganzes Hab und Gut buchstäblich mit Wein, Weib und Gesang vertan und ist dann als fahrender armer Ritter und Minnesänger von Hof zu Hof gezogen mit einem klapprigen Gaul und einem Diener, der ihn begleitet hat. Diese ganze Musik der Minnesänger ist einstimmig notiert. Man kann sie nur sehr schwer entziffern. Das sind nur Punkte, die im Raume schweben, kann man fast sagen. Und muss man also mit Mühe schon die Melodie herausfinden. Noch schwieriger ist es, nun diese Skizzen, diese Melodieskizzen umzusetzen in Musik, wie wir sie nun hier spielen. Also nicht nur, dass ein Sänger nun die Melodie die singt, sondern dass Instrumente dazu spielen. Diese Diener, die Minnesänger, die ja meistens aus dem Ritterstande stammten, die dabei hatten, die waren ihre Instrumentalbegleiter, die hatten verschiedene Instrumente bei sich und mussten ihnen den Ton angeben, damit sie also mit dem richtigen Ton anfangen konnten, mussten sie dann begleiten, während sie sangen. Da gibt es nun durch die Musikwissenschaft mühsam herausgefunden, gewisse Anhaltspunkte, wie hat das nun wohl damals geklungen und wie haben die das gemacht? Es gibt verschiedene Praktiken, die man aus den Instrumenten ableiten kann, zum Beispiel von diesen Drehleier, Dudelsack und vielen Instrumenten, bei denen immer Bordunsaiten mitklingen. Das ist also schon eine Möglichkeit, diese einstimmige Melodie musikalisch und klanglich aufzubereiten. Da kommen immer mitklingende Oktaven und Quinten dazu. Dann kommt eine andere Spielmannspraxis der damaligen Zeit, dass man um einen Ton herum, wenn also der Minnesänger singt, da, 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 dass das Instrument macht, da, 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 irgend so eine kleine Girlande um diesen Ton herum, wie man es heute noch zum Beispiel in Griechenland bei den Volksmusikanten oder in Bulgarien und in Jugoslawien hören kann. Und so ähnlich wollen wir nun diesen Tannhäuser spielen. Es ist ein Tanz, Leich ist eine musikalische und dichterische Form, hat also nichts mit einer Leiche zu tun. Das ist ein Tanzlied. Am Schluss steigt da der Sänger mit einem Text ein, in dem er den eigenen Namen, also den Tannhäuser, dann bringt. Aus diesem Hinweis, dass es am Schluss heißt, Nu haja Tannhusere, weiß man, dass das Stück von Tannhäuser geschrieben und komponiert ist. Vergangen ist ins Meer, zwar die Liebe wie dir wär, die ist so Freude wär. Da wurde wohl gesungen, getanzen und gesprungen, du da nimmt mit Fahrt, war die Liebe springend.
vor mir, nach mir, zwie das Zeit verklingen, gestricket und zerfließe, zerblicket also ließe. Hier nimmt der Tanz ein Ende, der uns die Freude wende. In vermiedenen Rosen und alle Zitterlosen und alle Fockelinde sang mich, schwinget, passt mich hinein, so sing ich aber, hei, hei, nur hei. Nun ist im Viertel leer, sind Viertelbocken zwei. Der Meinung, dass dieses Instrument Krut ja. Ein Zupfinstrument war. Das ja, war ja das beliebte Begleitinstrument der Minnesänger. Aber ich sehe, höre das zum ersten Mal, dass es doch auch gestrichen werden kann. Ja, ist auch richtig. Also die Grotta oder der Krut war ursprünglich ein Zupfinstrument und lässt sich also ziemlich weit zurückverfolgen. Und wie dann, so grob gesprochen ums Jahrtausend herum, aus den arabischen Ländern der Streichbogen nach Europa kam, ja. Also eine ganz epochemachende Erfindung. Mhm. Da hat man nun nach Instrumenten gesucht, mit denen man diesen Streichbogen überhaupt aktivieren konnte. Genau. Und da hat man einfach die vorhandenen, zum Beispiel diesen Grut, klein wenig umgebaut, da hat man dieses Griffbrett und einen Steg drauf montiert und schon konnte man mit diesem neuen Instrument, mit dem Bogen, darauf streichen. Streichen. Aber da sind wir schon bei den Streichinstrumenten. Die habe ich also wieder, das ist ja also eine Fülle von herrlichen Instrumenten, die wir heute hier haben. Und diese Streichinstrumente haben sich natürlich dann, das hat sich sehr schnell verbreitet, die Streichpraxis mit dem Bogen. Und haben sich dann, sind wie die Pilze aus dem Boden, die Streichinstrumente gewachsen. Zum Teil auch aus Zupfinstrumenten. Ja, ja, ja. Und da sind nun die wesentlichen Formen, diese Fiedelform, hier mit dieser eigenartigen Einschnürung, die hat man so da Gamba am, ja, auf dem ja, Knie die Beinviola, ja, gespielt. Beinvioline, ja, ja. Eine andere ist diese kleine, wenn Sie die vielleicht mal zur Hand nehmen. Das sieht ein chinesisches Biwa-Zupfinstrument ja. aus. Die, die nennt man die Schinkenfiedel, wegen dieser eigenartigen Farben. Die kann man sich so richtig als Räucherschinken im Schlumpfingen vorstellen. Typisch ist, dass die, und das ist die früheste Form, aus einem Stück Holz herausgeschnitzt worden ist, ja. Wie so ein großer Löffel. Und da ist oben dann die Decke drauf gemacht worden. Mhm. Das war also die Schinkenfiedel. Und dann später, so in der Mitte des 15. Jahrhunderts, da hat sich dann dieses Instrument entwickelt, das schon etwas komplizierter von der Bauart her, das hat Zargen und so weiter, ist. Und dass man dann bereits, ja, dass man bereits wie eine Violine so oben am Halse gespielt hat. Und aus diesen beiden Typen haben sich dann letzten Endes die Violinfamilie auf der einen Seite und die Gamba-Familie auf der anderen Seite entwickelt. Vielleicht mal zunächst dieses Instrument, auch mit so einem etwas primitiven frühen Streichbogen.